großen Pfeile sind. Der Glowstone ist so, klettert hier halt hoch und geht hier in Richtung dieses Glowstone-Pfeils. Und hier ist die nächste Lobby und dann seid ihr weiter, liebe Freunde. Und dafür habt ihr 12 Minuten Zeit. Und ja, wie gesagt, ich hätte gerne einmal ein Hashtag Ja im Chat, ob ihr wieder alle bereit seid, liebe Leute. Schnuckis, schreibt Liquid Slash. Was? Hashtag ja, ich rock die Musik. Ja, ich finde die Players auch eigentlich ziemlich cool. Hashtag muss Hex starten, was? Nein, mein Hund muss raus. Oh, der arme Hund. Aber der muss ja auch mal, ich meine, ne, so ist das nun mal. Gut. Ja, ich würde sagen, ihr seid ja alle bereit, so wie ich gesehen habe. Und Niklas TV, moin. Ihr seid ja alle bereit, soweit ich gelesen habe. Und von da aus würde ich sagen, wenn die Regie bereit ist, lasst auch dieses Spiel beginnen, ne? Und für alle, die neu dabei sind bei Twitch, ich glaube, es sind schon ein oder zwei bestimmt neu. Nicht wundern, wir machen heute unser Event halt, was wir jeden Samstag um 19 Uhr machen. Und zwar ist das angelehnt an Takeshis Castle, falls es jemand kennt. Und das Ganze haben wir natürlich wegen meinem Namen Devil's Castle genannt. Und ihr müsst hier mehrere Prüfungen in Minecraft überstehen und am Ende gibt es halt einen Gewinner oder halt nicht, ne? Ja, so ist das ganze Spielprinzip. Aber schön, dass es euch gefällt, dass noch 17, nee, 18 Leute noch mit zuschauen. Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, alle. Und ja, auf dem Minecraft-Server ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was los. Ich guck mal allgemein. 115 Leute sind noch am Start. Und ihr könnt bei uns natürlich auch immer zocken halt, ob es jetzt Prison ist, das neue Spielprinzip, ne? Oder Sky-PvP oder XP-PvP oder PvP. Ne? Also, ihr habt hier viel zu entdecken wahrscheinlich. Gut. 670 Sekunden sind noch am Start und GameStrike hat schon 1 von 3. Ja, mal gucken. Ich habe schon mal im Stream geschafft, dass ich schon mal aus Versehen ein Schild gezeigt habe, deswegen versuche ich jetzt immer so ein bisschen vorbeizugucken. Nein, Quatsch. Ich weiß natürlich auch gar nichts, also ich weiß nicht, wo irgendwas versch. Leider kann ich heute nicht beim Event machen, weil ich noch einen Vortrag machen muss. Sorry. Ist nicht schlimm, Niklas TV. Wie gesagt, jeden Samstag. Ne? Auch noch Schilder. Du hast meinen Kopf nachgezeichnet, lieber Liquid Slash. Wenn du einen Screenshot machen willst, musst du einfach nur auf deiner Tastatur die Drucktaste finden und drücken. Ne? Und dann musst du einfach ein Programm deiner Wahl aufmachen, also meinetwegen Paint, ne? Ja, oder sie, ne? Entschuldigung, ja. Ich nenne einfach jetzt Liquid Starch, weil der Name hier da steht. Ne? Musst du einfach nur die Drucktaste drücken und dann halt ein Programm deiner Wahl aufmachen, also meinetwegen Paint oder Photoshop und dann drückst du halt Steuerung V, ne, also dieses Pasten und dann hast du den Screenshot da drin. Was hast du da für einen Shader, schreibt Lennox. Der nennt sich RudoPlace. Ne, ich kann es auch mal zeigen. Hier, genau, RudoPlace. Ne, seht ihr hier? Also RUDO Place Shader Zip Blip, ne? Ja, ich finde den ziemlich schön, also der macht ziemlich schöne Effekte, die Sonneneinstrahlung und so ist ziemlich geil eigentlich. Und von der Performance her ist er eigentlich auch mittelgut, also er zieht schon ordentlich Frames, aber ich denke mal, ein mittelmäßiger Rechner macht das auch noch gut mit. Ne? Also von da aus, ich mag den Shader sehr gerne, der hat so schöne Farben, schöne Sonneneinstrahlung und ja. Ich hoffe, ich konnte dir mithelfen. Coronex. Happy, Ja, ich weiß. Wie gesagt, mit dem Namen, es tut mir leid. Denn Coronex, ja, okay, ich versuch's mir irgendwie, ne? Ich muss mir nur merken, Liquid Starch auf dem Server ist Liquid Starch und Liquid Starch im Chat ist Coronex. Oh Mann. So. 4 von 3 hat. Naja, du hast ja noch. Ihr habt noch genug Zeit. 530 Sekunden sind noch da. It's Black Unicorn, ihr braucht jetzt noch keine Tipps geben. Guck mal, Kevin, das Keks hat schon 5 von 3 gefunden, was? Alter. Nee, aber ich bin. Was ist denn jetzt den Account? Achso, alles klar, Liquid Starch. Ich versuch mir zu merken, dass ich jetzt Coronex dann sage. Und nicht Liquid Starch, aber, ne? Sei mir verziehen, glaube ich. Ich glaube, ja. Ich glaube, ihr verzeiht mir. So. So langsam komme ich auch wieder mal zur Ruhe. Ich muss aber trotzdem mal kurz was trinken, liebe Leute, es tut mir leid. Oh. Oh nein. Weiß ich nicht.
Also echt nicht. Lennox, wenn du... Was? Würde ja den auch zocken, das schafft mein Alienware nicht. Was? Alienware sollte das schon schaffen. Eigentlich jedes Alienware-Produkt sollte schon schaffen. Wenn du Probleme hast mit Optifine und dem Shader, du musst auf jeden Fall Forge installieren, ne? Forge? Was ist Forge? Und ist auch ein Mod, der das braucht. Und falls du da... Geht ohne Forge auch. Okay, alles klar, tun wir mal. Und ansonsten, es gibt ganz, ganz viele Tutorials bei YouTube, ne? Ganz zur Not kann ich das vielleicht auch mal erklären oder so, wenn ich mal eine Sekunde Zeit habe. Also jetzt natürlich nicht, jetzt gleich, ist klar, ne? Und nach dem Stream auch nicht. Aber morgen vielleicht im Laufe des Tages oder so mal oder so, dann... Bitte? Ne? Ja? Ich hab gesagt, ich mache meinen Hex an, jetzt bekomme ich Werte. Nein, es sammeln ja ein paar Werte wegen ein paar anderen Sachen, aber das ist halt hier, das ist wie gesagt, nicht so schlimm. Ich hab einen Hex angemacht. Was sind das eigentlich für die Hexwerte? Für Werte. Das ist ein Bot, oder? Was? Ne, die Cheat-Werte, die werden ja von unserem Plugin halt registriert. Ja. Also wir haben ja ein Anti-Cheat-Plugin selber geschrieben. Was halt alle Werte sammelt, was in Minecraft Vanilla nicht möglich ist. Also wenn ihr Modifikationen oder sowas habt, dann erkennt ihr das. Wie das genau funktioniert, verrate ich jetzt natürlich nicht, aber es gibt ja auch schon einen oder anderen großen Server, der das Prinzip auch hat. Ne? Unter anderem Gomme. Ne, der hat das ähnliche, ja. Der ist ähnlich ganz. Der auch mit Cheat-Werten? Der arbeitet auch damit, ja. Ja, aber die haben noch automatisches Kill-Aura-System. Naja, gut, wir brauchen es ja nicht automatisch bei uns machen, wir haben ja, sonst wären ja unsere Teammitglieder arbeitslos. Weißt ja, Gomme ist auch viel größer. Und erstens das und wir wollen Gomme ja zweitens. Und wir wollen uns ja auch zweitens. Echt? Gomme hackt jemand selten? Also, ich habe da schon ganz andere Sachen gehört. Ne? Ja, wenn einer hackt, dann Flyhack, aber das war's dann meistens auch. Ja. Und wir wollten ja einfach natürlich auch mit den Leuten dann halt natürlich reden, wenn jetzt jemand bei uns hackt oder so, ne? Dann reden wir natürlich erstmal mit denen. Wir bannen nicht sofort alle. Und natürlich, wenn jemand hackt, dann kriegt er natürlich eine Woche Bann, das ist klar, aber ja. Wir wollen natürlich die Leute versuchen dazu zu leiten, dass sie vielleicht doch Minecraft mal ohne Hack spielen, weil wie gesagt, ich find's auch gerade bei Minecraft eigentlich total unnötig, ne? Was zu hacken? Ja. Das macht auch keinen Spaß, wenn man. Oder allgemein, eigentlich in jedem Spiel. Das gibt doch keinen Sinn. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja ganz früher auch meinen Hack-Client benutzt und so, aber nicht um zu hacken, sondern damals war es tatsächlich als, gab es noch nicht irgendwelche Mods, die irgendwie so für Admins das so einfacher gemacht haben zu fliegen oder halt, also ich habe angefangen mit Zombies Modpack, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Vielleicht kennt das noch jemand, aber ich glaube eher wenig. Das war, glaube ich, so einer der ersten, ja, Anführungsstrichen Hack-Client, ne? Und den habe ich damals natürlich gebraucht, halt für gut fliegen zu können, um meinetwegen, um irgendwelche Clocks zu entdecken oder sowas halt, oder ähnliche Sachen. Wegen X-Ray zum Beispiel. Wann habt ihr angefangen Minecraft zu spielen? Das ist jetzt mal interessant. Na, ich 2011 halt. Ne? Und ich war noch in der Alpha. Alter. Und Niklas TV, Bed Wars ist fertig, hoffentlich Mitte Dezember. Hoffentlich kriegen wir es bis dahin hin. Na, wir wollen es auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig haben. Den kompletten Arcade-Server natürlich. Also Bed Wars komplett ist schon fertig allgemein. Und unsere Teammitglieder testen auch schon ziemlich fleißig und zocken auch schon das ein oder andere Mal. Ne? Natürlich schon mal für euch, um da ein paar Bugs und sowas auszutesten, aber... So, Devil Mouse, jetzt kommt die Map, die ich mit erbaut habe. Ja. Lieber Onur. Was ist jetzt Boot Challenge? Die sollte jetzt folgen, ja. Oh, hoffentlich buggt die nicht wieder rum wie letztes Mal. Das war lustig. Und Crafting Lord danced hier erstmal, oder was machst du hier? Freut sich schon, weißt du? So, 240 Sekunden, also nach Adam hier sind noch 4 Minuten. So. Ein Reaper tun, alles klar. Ja, das ist Zeichen von Reaper, das sind ja alles UTF-8 Zeichen. So, ich guck mal, wer ist denn hier noch verirrt? Rennt hier überhaupt noch irgendjemand rum? Ne, ich guck nicht mal. Nicht eigentlich das Hydra-Zeichen, das für den Hydra-Rang ist, war es nicht früher mal fürs Team, das Zeichen? Jein. Was aus? Als ich mich beworben habe, war das auf jeden Fall von den Teammitgliedern, dieses Zeichen von Hydra. Okay. Was für ein Zeichen? Das ist ganz früher mal, glaube ich, zum Anfang, wo wir es hatten. Ja, das meine ich, ja. Ja, das ist möglich, ja. Wir haben es dann aber getauscht halt, aber... So, ja, Niklas TV, du hast den YouTube-Rang. Ob du das jetzt schon testen darfst, noch ist es Teammitgliedern vorbehalten. Und wir waren überlegen, ob wir halt eine Closed Beta halt machen. Von was? Von Bed Wars.
Aber wir wollen eigentlich lieber komplett Arcade komplett rausbringen, als wie nur erstmal den Spielmodus und dann, dass ihr wieder wartet, ne? Und so ein bisschen Spoiler! Genau, und Let's Prinzi macht auch YouTube, lese ich gerade, ne? Er schreibt, abonniert mal alle Prinzi, ne? Also schaut doch mal gerne, ne? Wenn ihr auch einen YouTube-Server habt, einen YouTube-Kanal habt, ne? Dann könnt ihr auch gerne mal den Link posten. Nicht spammen, bitte, ne? Ich lade aber keine Videos hoch, ja? Dann brauchst du auch nicht keine Abonnenten, lieber Let's Prinzi. Nicht böse gemeint, aber... Ne? So. Er ladet. Lädt ja, eigentlich, ne? So, Zockerplays, kannst du entwütet werden? Ja, wir bestimmt, werden wir den, lieber jetzt Cinetics, dazu gebe ich dir jetzt keine Antwort. ich hoffe, du beherrschst dich heute, ne? So, It's Bozo, ich mache Downhill-Biking-Videos, echt? Fand ich auch ziemlich, also ein Kumpel damals von mir in der Schulzeit hat er sich auch ein fettes Fahrrad damals geholt, das hat glaube ich 3000, 4000 Mark gekostet. Und der war auch Downhill, ne? Ja, ja. Und der hatte auch eine Federgabel drin, die hatte glaube ich, 33 cm Federweg oder 22 oder irgendwie sowas war das. Das war eigentlich von einem Motorrad, ne? Und die hatte sich einbauen lassen. Und der hat auch ziemlich gute Teile von Magura und ähnliche Sachen. Wirst du ja bestimmt kennen. Dann, da hört man ein bisschen komplett. Weiß, dass es nicht immer das funktioniert. Sternbanner? Oder Sternbanner? Ja, Sternbanner. Fuck yeah. Natürlich auch danke für dein Follow. Und herzlich willkommen. Ne? Schön, dass es euch gefällt. Und heute ist echt, also heute ist der Knaller, was an Followern reinkam und an Spenden. Ich traue mich schon gar nicht mehr, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Echt, ihr habt mich heute geschafft. Ne? Und ja. So. Ja, genau. Du schätzt eher 22 in Größe ca. 20 mm. Okay, ja, alles klar. Ich kann den leider nicht genau sagen, was das für eine Federgabel war, aber er hatte ziemlich gute Teile halt, also eine Magura und also wirst du erkennen. Also ich weiß nicht mehr genau, was da alle noch für Firmen mit waren. Aber, das war klar, dass es jetzt kommt, Uno. das lese ich jetzt auch nicht vor. So, und The Real Black Reaper. Hallo. Hallo. Und Lennox01, fuck yeah, danke auch für dein Follow. Alter, was ist los heute? Ich hab irgendwie mal am Anfang gefollowed und dann wurde es aber nicht. Was? normalerweise kommt eigentlich jeder Follow durch. Genau, da kommt der liebe Lennox. Gut, wir schauen mal, Zeit ist abgelaufen, ich wollte gerade sagen, es sind noch Zeit. Nein. So, ich sehe hier glaube ich auch keinen mehr, wir brauchen keine Verlängerung, soweit ich weiß, liebe Regie. Ich guck mal gerade nochmal durch. Nein, wir brauchen keine, sie läuft keiner mehr rum, soweit ich sehe. Gut. Oh, es sind doch 4 Leute ausgeschieden. Ne? Devil Mouse, da kam der Spinne. Alter, das... Erna, bist jetzt ruhig auf Klo? Das kann ja nicht wahr sein hier. So, warte mal, jetzt muss ich wieder... Ey, Alter, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. So, ihr kriegt nachher noch ordentlich Cash bei mir. Das darf ich nicht vergessen. Im Twitch natürlich. Moment. So. 2 Euro und 1 Cent. Ne, kam wieder vom lieben, ne? Ihr wisst das wahrscheinlich, vom lieben Nightlight. Achso. Night Shadow, Entschuldigung, ich verwechsel immer euren Namen. Er schreibt, Puls hoch, XD, Grüße gehen raus an Nightlife und Xeda HD. Ja, ihr seid natürlich gegrüßt. Und mein Puls geht gerade wieder hoch. Dankeschön dafür. Nein, ja, wie gesagt, Alter. Du spielst auf dem Klo. Eieiei, vergiss nicht, die Hände zu waschen. Oh Mann, ey. Gut, von da aus, liebe Leute, ne? Wir machen mal. Alter. The Real. Was? Nochmal? The Real Black Reaper? Was? Fuck yeah. Auch. Danke dann für dein Follow. Genau, wir machen schon mal das nächste Jahr auf, ne? Und, ich frage meinen Vater wegen der 500 Euro Spende. Ja, genau. Hast du nee.
ne? Also alles, was über die zweistelligen Bereich geht oder so, überlegt es euch gut, ne? Weil, also, Alter!